Jö. Wie machen wir das hier jetzt oben am besten mit den blauen Tränken? Also, dass das Stahl-Kupferkonstrukt hier einmal außen rumläuft, ist ja okay. Dafür ist das da aber im Weg. Das müsste aber nicht so schlimm sein. Warte mal. Machen wir einfach hier so einen Knick nach unten. Da denn so ein. Und du gehst du meinetwegen darum, darum, darum. Das wäre das. Dann würdest du dich da heran machen. Das kann ich jetzt ja ruhig schon mal machen. Wir brauchen ja keine Fabriken oder so. Das heißt, du kommst weg. Du. Da dürfte sich jetzt nichts drehen. Du weg. Du weg. Sollte jetzt ganz normal weiterlaufen wie vorher auch. Richtig? Richtig. So, nächstes Problem. Sowohl Batterien als auch Plastik müssten runter. Hehe, rote Chips müssten auch runter. Und grüne Ärmchen auch. Das ist problematisch. Muss ich anders regeln. Kurzfristiges Kaputtmachen aller vorherigen Strukturen. So. Fließband kommt von oben. Geht da lang, geht da lang. Also ich hatte mir überlegt, dass wir jetzt hier keine Kisten zwischen machen, sondern dass das Band einfach einmal durchgehend lang fließt. Und sich die Fabriken davon irgendwas nehmen können. Aber dafür haben wir nicht den Platz. Nicht wirklich. Ich guck mal. Bastel ein bisschen rum. So zum Beispiel wäre super. Dann könnte die Fabrik das darauf legen. Dann hätten wir auf der von oben kommend rechten Seite das da. Und von der oben kommt linken Seite die Chips. Und die Fabrik bekommt das. Und dann müsste das eigentlich noch unterirdisch langlaufen. Aber das geht halt nicht so gut. Das geht gar nicht. Na. Ne, das geht gar nicht. Okay, anders. Roboter. Du kriegst einen Arm. Du kriegst einen Arm. Du kriegst einen Arm. Und dahin kommt eine. Wo ist die Kiste? Nee, eine passive Kiste muss dahin. Eine passive Provider Chest. Da. Das heißt, die Kiste wird befüllt, sowohl mit Ärmchen. Sowohl mit grünen Ärmchen als auch mit roten Chips. Wobei das doof ist, weil das. Brauch noch eine zweite Kiste, bitte. Und mach den Arm da weg. Da kommen jetzt nur rote Chips rein. Und da oben kommen jetzt bitte nur. Also hier kommen jetzt gleich nur die grünen Ärmchen rein. So. Gib mir. Noch eine davon. So, das heißt, die Fabrik bekommt jetzt das, was sie braucht. Aber es sorgt gleichzeitig dafür, dass denn, wenn hier welche drin sind, dass die auch nach unten gebracht werden könnten. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Fabrik hin. So, die legt ihre blauen Tränke ganz normal da drauf. Du stellst bitte her, die da. Und du nimmst deine Ressourcen sowohl von da, als auch mit einem schnellen Ärmchen von einer Requester Chest, die da ist. Und diese Requester Chest hätte gerne rote Chips, 50. Und das war das andere. Grüne Ärmchen. Nimm, 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 Ärmchen. Da, grüne Ärmchen. 50 Stück. Kommt kein einziges grünes Ärmchen. Es ist übel mit den grünen Chips hier. Dass die alle nach unten weitergereicht werden. Also wir ballern richtig viel
für die Wissenschaft hier weg. Ja. Gut. Wollten wir eh gleich auch noch weitermachen. Also hier das auch noch optimieren, zwangsweise. Erstmal hätte ich jetzt aber ganz gerne, dass theoretisch das Ding hier arbeiten könnte, wenn wir die Ressourcen hätten. Bau bitte noch einen Roboport. So, jetzt stellen wir hier irgendwo relativ zentral. Das muss im orangenen Gebiet sein, ne? Ugh. Okay. Mach mal das Muster hier zu Ende. Und Roboport da. Also, der komplette Bereich hier oben muss abgedeckt sein von dem Roboport. Da schaut gut aus. Das ist aber nicht direkt irgendwie an dem Ding dran, ne? Ja. Okay, dann mach den mal da weg. Und setz den mal... Ist egal, wie man das Ding hinbaut, das sieht immer doof aus. Ja, aber es funktioniert. Du bekommst jetzt... die da. Der müsste jetzt eigentlich los. Was machst du da? Ah, oh, du befütterst mich. Das ist aber lieb. Okay, rote Chips werden von oben nach unten gebracht. Bis 50 Stück da sind. Und dann ist Schluss. Du füllst dich bitte nur bis da. Ist auch nicht so, wie vorkommen wird, aber ne, theoretisch. Ja, okay. Also theoretisch müsste das Ding jetzt arbeiten. Es wird nur nicht arbeiten, weil nicht genug Ärmchen da sind. Also kümmern wir uns jetzt um die grünen Ärmchen. Nebenbei würde ich aber auch ganz gerne... Four Objects Mission... Was? Was fehlt da? Achso, es fehlen wieder irgendwelche Repair-Sachen. Ja, warte. Du bekommst Repair Packs. Ihr könnt euch austoben. Achso, und Logistik... Quatsch. Construction Bots hättest du wahrscheinlich auch noch ganz gerne. So... Das wird noch ein Spaß mit den ganzen Robotern. Genau. Also, ich will mich hierum kümmern, dass die Tränke jetzt von zwei Fabriken gleichzeitig laufen können. Demnächst. Aber ich sollte auch nicht aus dem Auge verlieren, was da unten noch an Sachen gemacht werden muss. Gucken wir erstmal hier. Also, Hauptproblem sind die grünen Chips. Wir werden schon wieder angegriffen. Grüne Chips. Komm ich von da ganz hinten raus. Und es mangelt hier nur am Kupferdraht. Und Kupferdraht wird nicht so schnell hergestellt. Ah, sind very fast Ärmchen? Wollt ihr mich veräppeln? Ich wollte gerade sagen, wir haben nirgends woanders in der Republik schnelle Ärmchen, aber wir sind gar keine Republik. Du, mach da. So. Ja, ich habe definitiv zu viele Polit-Talkshows geguckt. Da, Kupfer. Also unser Rattenschwanz geht weiter. Wir haben nicht genug hellblaue Tränke, weil wir nicht genug grüne Ärmchen haben, weil wir nicht genug blaue Ärmchen haben, weil wir nicht genug grüne Chips haben, weil wir nicht genug Draht haben, weil wir nicht genug Kupfer haben. Also kümmere ich mich jetzt ums Kupfer und guck, wie es dann weiterläuft. Also von den zwei Schmieden arbeitet effektiv nur eine. Warum? Hier ist doch Kupfer flüssig. Da ist eine Pumpe. Was Rohr ist leer. Das schreit nach noch mehr Pumpen, oder? Pumpe MK3. Busch. Irgendwie... Nö. Wasserzufuhr? Kupferzufuhr? Pumpe in die richtige Richtung? Okay. Ich hab da ganz kurz was langhuschen sehen. Okay. Also es müsste eigentlich... Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Tank leer.
Okay, jetzt ist die Sogwirkung hier so groß, dass der Tank durchgehend leer ist und der versucht, das dann nachzuschieben. Trotzdem sieht das nicht so wirklich toll aus, was das Einschmelzen von Erz angeht. Wo ist das Problem? Es kommt einfach nicht genug Erz an. Das ist verständlich. Also gucken wir uns mal an, ob wir das irgendwie beheben können. Das Erz, das Kupfererz kommt momentan nämlich nur... Problem. Das Kupfererz kommt nämlich nur von hier unten, von den Resten. Von da. Ja, du bist schon alle. Du bist alle. Alle, alle. Wo führst du hin? Nirgendwo. Das heißt, wir müssten theoretisch... hier einen hinbauen. Wir müssten hier drunter alles abbauen. Dafür bräuchten wir aber richtig, richtig gute Mining Drills. Und die haben wir noch nicht. Also Electric Mining Drill 3 oder 4. Damit sie so einen großen Radius haben, dass wir das hier hinbauen können und trotzdem hier hinten das Erz abgebaut wird. Haben wir momentan aber nicht. Also können wir es nicht ändern. Das bisschen Erz kann ich immer mitnehmen. So, da unten ist noch ein leeres Ding. So, die sind noch am Arbeiten. Hier wollte ich noch was hinsetzen. Damit die kleinen Bröckchen hier auch noch abgebaut werden. Okay, das ist vielleicht auch ein Problem. Ich höre mal kurz auf mit denen. Weil wenn sich das dann staut, dann müsste auch da oben wieder mehr ankommen. Und ich nehme einfach mal ein paar von denen mit und stopfe die oben rein. Wird nicht so lange halten, ist auch keine langfristige Lösung, aber soll es ja auch gar nicht sein. Das kommt da rein, kommt da rein. Oh, da war gerade eine Stromspitze. Ja, schon wieder. Achso, Dacker, 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 ne? Ja. Also besser gesagt, piu, 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 piu. Scheint aber alles gut gegangen zu sein. Und ja, das Ding ist ein Riesenproblem. Allgemein, ich weiß, wir sind nicht, wie heißt das? Es gibt so einen Begriff dafür mit der Ökobilanz. Ich glaube, Ökobilanz ist sogar. Unsere Ökobilanz ist nicht sehr schön. Und ich will auch immer wieder Bäume bauen, aber das klappt dann nicht. Ich habe auch gerade keine Samen über. Und das wird mir tierisch in den Po beißen, das weiß ich. Aber gut, ein Problem zur Zeit. Jetzt hätte ich gerne erstmal hier das Kupfer. Und zwar, ja, hier draus. Das ist kein Kupfer gewesen. Da runter, da hoch. Darum. So. Das ist nochmal ein kleiner Zustrom. Und dann von hier hinten hätte ich gerne auch noch was. Ja, von da. So, nee. So war schon richtig. Darauf. Und hier oben haben wir nicht so wirklich Platz dafür. Naja, doch hier. Bekommt jetzt nicht so wirklich viel, aber die drei Felder, da müsst ihr eigentlich abbauen. Bau bitte Untergrundbelts und Normalbelts. Das heißt, du kriegst dann danach da ein. Du kriegst danach da das. Und du wuppst dich einfach da an. So, absolut unelegante Lösung, aber es sollte jetzt mehr Rohkupfererz ankommen und das ist okay. Nächstes Problem. Lasertürme unten, Mauer unten und Bäume. Bäume kann ich jetzt so direkt nichts machen, wir bräuchten wieder einen Roboport und wir bräuchten die ganzen Logistikroboter von oben, um die vorhandenen Bäume erstmal abzumähen, um die neuen ran zu züchten. Aber ich denke nicht, dass ich da
irgendwie mit Bäumen gegeneinander arbeiten kann. Wir stinken einfach wie die Pest. Aha. Na gut, du weg. Weg, weg, weg. So, hier sehe ich schon mal ein Problem. Weil der Baum ist ein One-Hit.